Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18. FIFA 18. Oh, Witcher 3 mit Paxis. Und suche nach Hinweis auf den Mord an Kläuber mit Hilfe seiner Hexersinne. Das will ich verfolgen. Suche in der Umgebung der Hütte nach Hinweisen auf den Mann, der aus dem Fenster geflohen ist. Genau. Ich will natürlich erstmal das Nebenquest hier zu Ende machen. Ich halte das nicht für alles an, aber wenn hier gerade was im Weg mit rumsteht, dann gucken wir da ruhig mal rein. Hier. Ach, schon wieder ein Ghoul. Toll, wenn ich mit Fackel kämpfe, dann kann ich anscheinend nicht mein Schwert nutzen zum Abwehren oder was. Was ist denn hier los? Ist doch eh gleich tot, Kollege. Hier waren, glaube ich, Fußabdrücke. Kommt mal her. Da. Fußspuren. Ungleichmäßig. Hier ist jemand durchgelaufen. Eieiei. Durchgelaufen. Der ist aus dem Fenster gesprungen. Wie denn durchgelaufen? Ein Fenster gesprungen hat dann das Weite gesucht, wie es aussieht. Aber das sind relativ kleine Schritte. Also gerannt ist er anscheinend nicht. Bin mal gespannt, ob wir den Typ jetzt finden. Hä? Hallo? Ach so. Hier hat er angehalten, sich versteckt und ist weitergelaufen. Ich habe schon gedacht, er wäre jetzt hier im Busch und würde da als Leiche rumliegen oder würde da pennen oder so. Was nicht der Fall war. Vielleicht hier im Heuhaufen, komm jetzt hinten an! Geht komischerweise nicht. Was wäre das für ein krasses Spiel, wenn das funktionieren würde? Da müsste man echt aufpassen mit seinem Feuer. Aber es regnet ja auch, da brennt wahrscheinlich so ein Heuhaufen, wenn er richtig durchnässt, ist auch nicht wirklich gut an. Hier liegt was. Oh, da liegt jemand totes, glaube ich. Das ist er dann wahrscheinlich. Fuck, da haben sie ihn ja dort bekommen. Die Narbe auf der Stirn, das muss Kläubert sein. Bolzen im Rücken, tief drin. Kam also aus der Nähe, wahrscheinlich aus Richtung Dorf. Müssen wir auch noch auf den Armbrustschützen suchen. Nach den Hinweisen auf den. Richtung Dorf, also muss ja irgendwo hier sein. Würde ich behaupten. Also die Hinweise. Da. Hier stand er wahrscheinlich. Armbrustbolzen und Fußspuren. Tief. Der Schütze muss schwere Rüstung getragen haben. Vielleicht ein Raubritter? Frage mich, ob die Sinne, wenn es hier so oft regnet, überhaupt so gut funktionieren können. Also die Fußspuren müssten sich doch eigentlich im Matsch irgendwann auflösen. Ah, Pferd. Hufabdrücke, die führen zum Hügel. Da ist noch jemand. What? Mal gucken, ob wir den direkt platt machen müssen. Aber eigentlich, das war, ich meine, er hat Fistech hergestellt und verkauft. Da war ja nur niemand Gutes, wie es aussieht. Also wenn ich es richtig verstanden habe. Da. Ja. Dachte, ich hätte Pferde gehört, aber scheint auch trunken zu sein. Wenn sie mir nicht auf den Sack geht, gehe ich ihn auch nicht auf den Sack. Okay. Wollen sie mal weiter Action machen? Es klingt, als wenn die sich die ganze Zeit übergeben würden. So, schauen wir mal. Oder würgen oder irgend sowas. Man weiß, ob ich die Dinger noch brauche. Ich meine, wenn das Spiel jetzt wirklich quasi von vorn anfängt, also im übertriebenen Sinne, mit der Erweiterung Heart of Stone und dann nochmal Blood and Wine, dann brauche ich vielleicht doch noch das eine oder andere. Ich meine, ein Öl haben wir ja schon mal gebraucht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich noch so viele neue Öle, Tränke und so weiter brauche zum Auffüllen von unserem
Tränken, die wir schon haben, brauchen wir einfach nur irgendwelchen Schnaps und davon haben wir über 100. Also das ist, wird nie alle werden, wenn ich jetzt keinen Schnaps mehr einsammeln sollte. Das ist auch wieder eher unwahrscheinlich. Ich höre da schon wieder Monster, das ist auch auf der Karte. Scheiße, ich wollte gerade sagen, wir könnten ja langsam mal speichern. Ich glaube nämlich, das waren gar keine Monster, sondern Menschen. Scheiße. Armbrustschütze, was sonst? Ich will jetzt trotzdem erstmal speichern. Ich kann jetzt nicht speichern. Sind wir immer noch im Kampf? Also. Es waren aber, glaube ich, einige. Und dieser eine Armbrust hat, dieser eine Armbrustbolzen hat echt viel abgezogen. Das sind ja wirklich einige. Eins, zwei. Raubritter, ich wusste, dass es ein Raubritter ist. Seht meine Tapferkeit, Brüder. Seh nix. Scheiße. Ah, der Blutungsschaden ist schon nicht schlecht. Ah, wieder einer mit dem Schild. Haha, selbst getroffen worden, sehr geil. Au! Betreib mal nicht. Sehr geil, hat ihn wieder getroffen und der ist jetzt auch tot. Aber ich habe auch nicht mehr so viel Energie. Das sind halt echt viele Gegner, ne? Oh, ey! Jetzt renne ich zuerst zu denen, da geht mir am Sack. Seht meine Tapferkeit, Brüder! Meine Tapferkeit ist mir scheißegal, wir machen jetzt den Armbrustspaß, die Blatt. Ich bin komplett auf dem Sack. Komm! Ah, blutet eh. Er wäre jetzt eh gestorben, aber egal. Jetzt haben wir erstmal den Armbrustschützen weg. Jetzt sollten die restlichen eigentlich einfacher sein. Axi nehme ich dann wieder für... Was? Wer denn noch? Hier muss noch einer sein. Welch ein Tag! Welch ein herrlicher Tag! So, der stirbt. Sehr gut. Ich sehe deine Tapferkeit, Bruder. Komm schon. Was? Ich hab doch geblockt? Weil die scheiß Fackel noch draußen ist. Banditenlager, alles klar. Dann verbindet man sich das wahrscheinlich. Also dann verbinden wir das direkt miteinander. Stirb! Du sollst sterben! Seht meine Tapferkeit, Brüder! Scheiß Igni lohnt sich echt nur, wenn sie Feuer fangen, ne? Gerade gegen den Schildträger ist dann eigentlich Axi ganz gut, weil er so betaumelt, so benommen rumsteht. Ich sehe deine Tapferkeit, Bruder. Ich lass mal den hier platt machen. Die kennen wir gefallen immer gegen Menschen, weil er wirklich ein bisschen taktisch einfach ist. Ich habe ja mal gehört, dass irgendwann das Schild auch kaputt gehen soll, aber merke ich gerade nichts. Halt, ist eh tot, Axi und... Also. War gar nicht mal so einfach, aber wir haben es geschafft, bevor ich es vergesse. Na? Tränke auffüllen. Ja, so geil, dass da wieder Sonne wäre und beschissener Regen auffüllen würde.
Bratenes Fleisch, goldener Rubinring, Schwert ist. Eigentlich brauche ich die ganzen sinnlosen Schwerter gar nicht mitnehmen, fällt mir gerade ein, weil ich die eh nicht verkaufen kann, weil ich keinen Händler finde, der genügend Geld hat. Befehle, Donner, ich warne dich, schnupfe noch einmal so viel Fistech und du landest im Totenwald, so wie dieser wahnsinnige Fistech-Junkie Peter. Deine Aufgabe ist es, das Zeug zu verkaufen, nicht zu inhalieren. 100.000 Heule der Höllenhunde. Aber warte, heute eine Abholung. Okay. Was wollen sie mir jetzt damit sagen? Das brauche ich alles nicht. Ha, ist ja nicht irgendwo noch eine Leiche? Tabakspfeife! Braucht niemand. Ich hoffe, dass wir mal ein bisschen was zu essen haben. Oder dass wir mal irgendwie an einen Fass oder sowas rankommen, was halt besonders viel Essen hat. Manchmal, ich weiß gar nicht, wir waren im Hauptspiel, gab es irgendwo was. Da waren, glaube ich, 50 oder 60 Einheiten von irgendwas zu essen drin. Ich glaube, es war Käse oder so. Oder Brot. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was zu essen, aber auf jeden Fall nicht viel. Verzehrbares. Ein paar Sachen. Okay, das Bier ist eh Schrott. Weil das einen auch betrunken macht. Okay, aber die anderen Sachen sind eigentlich ganz gut. Das ist immer ganz geil. Ich heile mich immer ganz gerne damit. Wir hatten eine Zeit lang wirklich so viel Verzehrbares, so viel Essen und Trinken, dass wir uns einfach immer darüber heilen konnten. Das war echt cool. So, jetzt schauen wir hier aber mal, dass wir das Quest abschließen, weil scheinbar die einfach nur Platz zu machen hat nicht gereicht. Und dann müssen wir auch noch von dem Banditenlager, glaube ich, eine Kiste aufmachen. Und dann ist das hier auch erfüllt, dieses kleine Quest. Ah, da haben wir erstmal das Hauptquest, also das Nebenquest. Befehle zum Angriff auf Bogendorf. Ich habe Gerüchte gehört, dass sich in diesem einstmals verlassenen Dorf Bogendorf neue Einwohner niedergelassen haben. Eine Gruppe gemeiner Banditen hat das Dorf übernommen, um dort Fistech herzustellen. Dies können wir nicht zulassen. Ich erteile den Befehl, das Dorf anzugreifen und dieses nutzlose Pack auszulöschen. Wir werden an jedem von ihnen ein Exempel statuieren. Ein Exempel des Schreckens statuieren. Bringt alle Ausrüstungsgegenstände und Vorräte in unser Labor nordwestlich von Brunwig. Alles andere wird zerstört. Untersuche das Labor der gefallenen Ritter nordwestlich von Brunwig. Das ist aber ein ziemlich ausführliches Nebenquest. Hätte ich nicht gedacht. Da ist noch ein Pferd. Fistech. Ich glaube, das brauchen wir eh nicht. Deswegen nehme ich nur Alkoholhäst mit. Echt nur Schrott. Das ist egal. Fistech verbraucht da kein Gewicht oder so. Ich sammle einfach alles ein. Hosenschema unübersetzt. Was ist das denn? Müssen wir da zu dem komischen Typ da gehen? Rüstung des Ordens der Flammenröse, Schema, Brief mit Befehlen. Ein Schema? Da scheinen ophirische Zeichen drauf zu sein. Vielleicht finde ich jemanden, der sie entziffern kann. In fremder Sprache verfasste Schemas ist eine Übersetzung erforderlich. Die Zeichnungen stellen verschiedene Phasen der Hosendarstellung dar. Das ist ja interessant. Es gab auf jeden Fall noch nicht im Hauptspiel. Ich wollte aber gucken, ob die neuen Sachen irgendwas waren. Hä, hatte ich nicht neue Schwerter und so eingesammelt? Oder waren das nur Klamotten? Ne, wir hatten nur Klamotten, ne? Minus 54 plus 28. Aber hat halt. Ist halt so nicht so geil, weil das andere ist halt Relikt, was wir gerade anhaben. Und das ist halt bloß ein magischer Gegenstand. Ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Vor allem nicht für nur plus 28. Das ist mit den Handschuhen. Die Handschuhe vielleicht schon eher, weil plus 24 ist, glaube ich, für Handschuhe schon ziemlich viel. Aber wir haben jetzt einfach mal auf das Relikt haben wir halt. Ach so, es geht so nicht. Da haben wir halt plus 50% kritischer Trefferbonus. Das ist halt schon sehr krass. Also muss das neue, die neuen Handschuhe müssen schon. Ich glaube, deswegen habe ich die Handschuhe auch schon ewig, weil dieser plus 50 von Ofris Fernen gestarten. Nee, erstmal nicht. Weil dieses plus 50 kritischer Trefferschaden ist halt schon krass für, vor allem für die Handschuhe. Deswegen wäre ich da wohl nicht so schnell bearbeitet. Wo müssen wir denn jetzt hin? Jetzt müssen wir plötzlich dahin. Okay. Na gut, dann gehen wir zuerst mal zu dem Fragezeichen. Ich hoffe, das ist ein Tick einfacher. Aber ich will halt, wie gesagt, erstmal das Quest zu Ende machen, bevor ich mich ums nächste kümmere oder ums Hauptquest oder so. Und wenn das so logisch auf dem Weg liegt, dieses Fragezeichen, dann wäre es halt dumm, das nicht mitzunehmen oder zumindest erstmal anzugucken. Ich hoffe, also bisher waren ja echt alle sehr schwer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so. Also es wird immer noch schwer sein, aber vielleicht nicht ganz so schwer.
Wir steigen mal ab und speichern. Oh, wir sind nicht mehr im Kampf. Die verfolgen uns auch gar nicht. Komm. Raff dich. Na also. Schauen wir mal, was es ist. Ja, es stört irgendwie. Ach du Scheiße, wieder ein Monsternest oder was? Ach nee, es ist wieder eine Horde von. Außerdem kann ich so abwehren. Wenn ich die Fackel trage, kann ich im. Oh, nicht schon wieder so einer. Wenn ich die Fackel trage, kann ich wenigstens abwehren. Fuck, sind echt viele und vor allem wieder mindestens zwei Bolzenschützen. Aber Menschen braucht man, das ist ein schöner taktischer Kampf, das schafft man. Definitiv. Schneller, verfick doch mal! Ja. Da sind wieder mehrere, da können wir eigentlich Igni nehmen. Toll, wir haben einen getroffen. Die sollen sich mal alle schön vor mich hinstellen, damit sie nämlich getroffen werden von den eigenen Leuten. So, die mit den großen Waffen kann man, glaube ich, immer nur zweimal treffen. Dann blocken sie ein. Dann ist man kurz benommen, das ist scheiße. Ich renne aber echt nicht lange. Au. Ich glaube, ich habe gerade wieder so ein beschissener Bolzen erwischt. Treffer aber auch immer nur abwechselnd und nicht mal einen durchgehend. Banditenlager. Ja, das wusste ich schon, dass es ein Banditenlager ist. Wobei es sind ja eigentlich Raubritter, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, wir benennen die Dinger jetzt nicht erst um. Das sind ja. Also, im weitesten Sinne sind sie ja auch Banditen, muss man sagen. Nur, dass es halt mal Ritter waren und jetzt, weil sie keiner direkten Armee mehr angehören, rauben und morden und brandschatzen sie halt durch die Gegend. Also irgendwie sind sie halt schon Banditen, ne? Alles gut, wir haben ja auf jeden Fall so eine kleine Gruppe so ein bisschen abseits bekommen und ich glaube, dass auch die Berge im Weg sind und deswegen uns die Bolzenschützen da nicht treffen können, also die Armbrustschützen. Bolzenschützen. Es ist echt geil, wie fast jedes Mal wir irgendwelche dicken, fetten, großen Wunden gerissen haben. Oh, das war richtig dumm gerade. Irgendwelche dicken, fetten, großen Wunden gerissen. Da hat mir richtig viel abgezogen. Gerissen haben, dass sie dann direkt bluten. Ja, jeder Angriff ist eigentlich hat sofort Blutungseffekt. Ich glaube nicht, dass wir 100% auf Bluten haben, aber anscheinend war sehr viel. Komm her. Wir bräuchten mal wieder ein Schwert, weil ich glaube, wir könnten solche Finisher-Moves nur mit Schwertern machen, nicht mit Äxten. Fuck, ich habe nichts gesehen. Geschafft. So, das müsste dann ja ein Bogenschütze, Armbrustschütze sein, ja. Wieso hat er mich nicht angegriffen? Hat er mich nicht gesehen? Ja, die sind halt gar kein Stress, vor allem wenn sie mehr oder weniger alleine auftreten. Ist noch einer. Ich werde jetzt mal ein bisschen flattern, in der Hoffnung, Essen zu bekommen. Naja, ich werde jetzt erstmal mich heilen. Und dann muss ich sowieso wieder, um Schwalbe aufzufüllen, eine Stunde meditieren. Wäre ja geil, wenn endlich mal dieser verdammte Regen aufhören würde. Anscheinend wollen die mich genau wieder so trollen wie am Anfang von Witcher 3, wo es die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit, aber wirklich fast immer geregnet hat. Ich weiß nicht, wie die ersten 10 Stunden des Spiels oder so hat es fast jedes Mal geregnet. Es war so nervig. Den hat man schon. Das ist aber geil, dass das halt so jetzt quasi ins Spiel eingebaut ist. Also diese Banditenlager jetzt von Raubrittern mit besetzt sind, weil eben diese Armee zerschlagen wurde und ich brauche eigentlich kein Bier, oder? Ach, scheiße, auch nicht mit. Diese Armee zerschlagen wurde und die jetzt halt quasi dadurch dann zu Raubrittern wurden. Also das ist halt richtig in die Geschichte von Witcher 1 eingefließt. Das ist schon sehr geil gemacht auf jeden Fall. So, gebt mir mal euer Zeugs. Gräber, Meistergegenstand, wird aber wahrscheinlich auch wieder Schrott sein.
Ich meine, ich brauche eigentlich gar nicht gucken. Also, ist ja noch nicht mal magisch. Ich glaube, Meister ist schlechter als magisch, oder? Ist Meister schlechter als magisch? Ja, ne? Oder ist magisch nicht? Ich glaube, magisch ist schlechter als... Meister ist, glaube ich, besser, aber ist egal. Ich glaube, ich brauche Relikte. Ich glaube, unter Relikt brauche ich gar nicht anfangen zu gucken. Das Massaker von Syntra. Gut, hätten wir's. War ja doch nicht so schwer jetzt. So, hier können wir erstmal eh nicht lang reiten, so wie es aussieht. Ach ja, ich wollte meditieren. Kann mich auch nicht daran erinnern, schon mal mitbekommen zu haben, dass während ich quasi durch die Gegend laufe, dann das Regen aufgehört hat. Also das war ich immer erst, wenn ich ein paar Stunden so meditiert habe, dass dann der Regen weg war. Hey. Vielleicht sind wir ja einfach... Ne, wobei, wir sind ja gar nicht in dieser Moorgegend. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht sind wir einfach in einer Gegend, wo es oft regnet. So, jetzt war aber nichts mehr auf dem Weg, oder? Ne. Ach, die Folge ist ja leider auch schon wieder vorbei. Ich laufe mal in die Nähe und steige dann ab. Und speichere. Ist dann auch weg, deswegen... Kann ich jetzt auch keine extra lange Folge machen. Und das mit dem Gamma, also ich bin ja mal gespannt. Ich beende, also ich habe jetzt die letzten zwei Folgen, die und die letzte, habe ich nacheinander aufgenommen. Jetzt werde ich aber das Spiel beenden und dann halt neu starten, wenn ich das nächste Mal aufnehme. Also bin ich gespannt, ob dann Gamma wieder funktioniert, beziehungsweise, ich sehe ja nichts. Beziehungsweise, ob dann hier die Einstellungen übernommen wurden. So, hier speichern wir. Ich hoffe mal, weil ich würde es halt gerne einen Tick heller machen. Aber okay. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.